Aber einmal, in diesem trauten Altenheim, wurde gelächelt. Habe ich gesehen. Da war die Postbotin da, die ein Paket brachte. Und der Alte lächelte. Weil sie lächelte, in dem Glauben, ihm Freude zu bringen. Die Postbotin war schön. Und jetzt warte ich, weil ich mir auch ein Paket geschickt habe, das sie mir bringen soll, mit diesem Lächeln. Hoffentlich war es nicht zu schwer. Und sie kommt hier oben an und hat keine Kraft mehr zu lächeln. Ich werde das Paket auspacken. Und darin wird ein Springteufel sein, der uns überrascht. Überraschung, sage ich. Oder vielleicht besser, oh, was ist das? Die Intimsphäre. Die Intimsphäre ist eine Armlänge lang. Das heißt also, ich öffne die Tür. Nehmen wir an, sie steht direkt davor. Eine Armlänge. Springe ich schnell zurück? Ich erwarte Post von ihr. Sie wird meinen Namen lesen. Wir werden uns sofort verstehen. Ich habe keine Angst. Würde ich aus dem Hause gehen? Könnte ich? Ja, das wäre schön. In Kürze würde, in Bälde wäre, wenn... Was man alles kann? Was alles? Ich bin ja noch jung. Alles steht offen. Ich könnte singen.